Stella is smart to stay out of all the drama. Bo. Dana, you are. I'm kind of doing something now, Max. Jojo. You look like ass. Ah, it's a Zeichnung wieder. What's up, Daniel? Waiting to draw Dana after Hayden gets his paparazzi on. I hope you like the sketch I did of you yesterday. Love. And it's my new avatar. Excellent. I got tons of likes on FB. Ah, made you blush. Shut up. Someday your portrait may hang in the Daniel de Costa wing of the Louvre. We'll talk about it later. Oh, Alissa. Untermachen. Und dann reden. Not now, Max. I'm contemplating shit. Aha. So sieht er auch meditieren aus, alle. Scheiße, natürlich gibt es hier wieder voll viele Sachen. Oh, das haben jetzt sogar fast alle bis auf zwei. Weiß nicht, wie viele hatten wir in der ersten? Er auch alle bis auf zwei. Joyce und Frank, okay. Nach 5 Jahren mit Joyce Price zu reden, war fast so abgefahren, wie Chloe wiederzusehen. Besonders im alten Two-Way-Style. Das Klappern von Besteck und der Geruch von Bacon versetzten mich in meine Kindheit zurück. Als ich zum Frühstück mit meinen Eltern da war, ich erinnere mich, wie sie Chloe immer anlächelte. Auch beim größten Unsinn, jetzt lächelt sie nicht mehr über diesen Unsinn, aber sie blänkeln immer noch wie Mutter und Tochter. Ich zog so kurz nach Williams Tod nach Seattle, dass mir entging, welche Wirkung er auf Joyce hatte. Ich bin froh, dass sie mir meine Selbstsucht vergibt. Ich erinnere mich noch, wie Chloe und ich ihn das letzte Mal sahen, wie oft Joyce diesen Tag wohl durchlebt. Das ist die schlimmste Art des Zurückspulens ohne Kontrolle. Wenn ich zu diesem Moment zurück könnte, was würde ich tun? Kaum zu glauben, dass sie David Metzen geheiratet hat. Krasse Gegensätze. Sie liebt ihn offensichtlich, so verstörend das auch klingt. Vielleicht wollte sie nur mehr Struktur in ihrem Leben, aber das funktioniert mit Chloe nicht. Ich hoffe, die beiden behandeln sie gut. Joyce verdient das Beste. Ich werde Frank nie vergessen, allein weil er der erste und letzte Mensch ist, auf den ich je mit einer Waffe zielte. Was ist Chloe auf dem Radar eines Dealers? Wie ist Chloe auf dem Radar eines Dealers aufgetaucht? Der Chloe bedrohte, war ich schockiert, wie wenig zwielichtig er wirkte. Ich hatte mit einem knallharten Gangster gerechnet. Er scheint eher in einer Mülltonne zu hausen, was er ja auch irgendwie tut. Wir waren quasi in seinem Wohnzimmer und meine Kräfte zu Chloe. Chloes Belustigung auszutesten. Er sah zwar nicht wie ein Serienmörder aus, aber eine Schwingung, Aura, Energie, was auch immer, war übel. Ich hatte totale Gänsehaut. Er wollte sein Geld von Chloe zurück, also hat er ihr wohl nichts getan, aber ich wollte es nicht riskieren. Ja, ich habe ihn tatsächlich mit Davids Waffe bedroht. Lachhaft. Zum Glück ist niemand geendet wie in Reservoir Dogs und Frank ist doch weniger furchteinflößend als gedacht. Will Chloe allerdings nie wieder in seiner Nähe sehen. Er trug, aus welchem Grund auch immer, eins von Rachels Armbändern. Also wird Chloe wohl nicht mehr mit ihm feiern wollen. Er ist jetzt der Hauptverdächtige. Haben wir erstmal alles wieder hier abgedeckt. Bevor ich den Bus nahm, um Chloe zu treffen, sah ich, wie Nathan und David sich unterhalten. Joyce war nicht begeistert, Chloe mit Hasch zu erwischen. Ich hätte die Schuld auf mich nehmen sollen. Vielleicht. Es fühlt sich nicht gut an, dass Joyce David dafür verteidigen muss, seine Tieftochter geschlagen zu haben. William war immer so lieb und sanft zu uns. Ich kann mir nicht vorstellen, wie Chloe sich entwickelt hätte, wenn er noch hier wäre. So viel Drama und ich bin noch nicht einmal mit dem Frühstück fertig. Chloe tauchte endlich auf, wesentlich besser gelaunt, als man eine Nahtoderfahrung erwarten würde. Ich sehe sie gerne lächeln, aber dieses Lächeln bedeutet Ärger, da sie nur noch wollte, dass ich ihr meine Kräfte beweise. Also tat ich genau das und kam mir großartig dabei vor, bis ich mich nach zu viel Zurückspulen schwach und zittrig fühlte. Ich hatte sogar Nasenbluten, beunruhigend. Chloe will immer mehr, also verlangte sie, dass wir in ihren Versteck gingen. Chloes Blick hätte töten können, als ich Kates Anruf annahm. Chloes bockige Seite nervt. Sie versucht, mir die Laune zu vermiesen, aber keine Chance. Kate war total glücklich darüber, dass ich dran ging. Jetzt tut sie mir nur noch mehr leid. Chloe muss wissen, dass ich zwei Freunde gleichzeitig haben kann. Und ich dachte, abgedreht, er geht nicht. Chloe nahm mich mit ihm versteckt, denn den Schrottplatz. Perfekt für Halloween. Hier verrosten und verrotten die Auto- und Gerätegeister Arcadia Base. Eine Orgie der vorstädtischen Dystopie. Aber anstatt coole Fotos zu schießen, verlangte Chloe, dass ich affige, aber irgendwie auch lustige Tricks mache. Bis der Typ dem
dem Chloe Geld schuldet, auftauchte ein zwielichtiger Kerl namens Frank. Chloe sollte ihm sein Geld geben oder sonst. Er war nicht der erwartete Kredithai, aber hatte eine miese Aura. Ich sehe immer noch, wie meine beste Freundin an so einem Loser wie Frank geraten konnte. Ich hätte ihn fast erschossen. Er zog ein Messer und ich kam mir vor wie in einem Traum. Ich erinnere mich nicht, auf ihn gezielt zu haben, aber mein Finger beruhigte den Abzug. Gott sei Dank war keine Kugel mehr übrig. Ich hätte zurückspulen können, aber mein Kopf tat schon so weh. Wer weiß, ich kann nicht erwarten, dass meine Kräfte immer einsetzbar sind. Dass meine Kraft nicht mehr einsetzbar ist. Ich weiß nicht, wie sie funktioniert oder wie lange. Sie ist nicht selbstverständlich. Ich weiß nur, ich fasse nie wieder eine Waffe an. Nach dieser Epoche des Dramas gingen Chloe und ich bei Gleisen im Wald spazieren. Wir brauchten beide eine Auszeit und da taten die Geräusche der Natur echt gut. Ich war immer noch vom Treffen mit Frank schockiert und obwohl Chloe tough tut, konnte ich sehen, dass es sie auch mitgenommen hatte. Sie erzählte mir alles über Frank, was die versuchte Erpressung Nathans erklärte. Mich schockiert, wie die Mädchen, mit dem ich früher SpongeBob Schwammkopf sah, an so üble Gestalten geriet. Trotzdem fühlte ich mich mit ihr sicherer und war froh über den ruhigen Moment. War wohl nicht die beste Idee, sich auf den Gleisen zu legen und über das Leben nachzusinnieren. Chloes Bein steckte fest, gerade als ein Zug auftauchte. Selbstverständlich war ich woanders fotografieren. Dann hatte ich eine weitere Tornado-Vision. Ich konnte ihn sehen, fast fühlen, wie er den Himmel zerriss. Mein Kopf stand kurz vorm Explodieren, wie in Scanners aus den 80ern. Die Vision war so schnell weg, als wie sie kam. Vielleicht verdrängte ich die Bedeutung dieses apokalyptischen Bilds. Dann hörte ich Chloe um Hilfe schreien. Ich hatte mir fast in die Hose gemacht. Ihr Fuß steckte im Gleis fest und natürlich näherte sich ein Zug. Ich war recht stolz, dass mir eine drastische, um nicht zu sagen zerstörerische Methode einfiel, Chloe zu retten, mal wieder. Aber für den Fall, dass dieses Tagebuch in die falschen Hände gerät, bleibt es unser Geheimnis. Nach unserem morgendlichen Abenteuer setzte Chloe mich am Campus ab. Sie war so lieb und meinte, dies sei die beste Woche ihres Lebens, trotz allem. Das macht mich mega glücklich. Chloe glaubt wirklich, die Welt gehört uns. Aber was, wenn ich meine Kräfte nicht hätte benutzen können, um sie vom Gleis zu holen? Chloe muss ihre Erwartungen runterschrauben, genau wie ich. Das stimmt. Was ist, wenn die Kräfte nicht mehr einsetzbereit sind? No time to talk, Max. Posing in progress. Mhm. Du bist ein richtiges Topmodel, muss ich schon sagen. Think Max will be pissed we're sitting at her desk? Oh, I'm sure she'll report us to the principal. No time to talk, Max. Art in progress. Or she'll run to Mr. Jefferson, like he gives a shit. Like anybody does. Max is such a little... Shh, I think she can hear us. Nein. Better be quiet, Victoria. We have a master snitch and liar here. And paparazzi. I want that photo whore or I get nasty. Too late. Oh, burn! Max is so fearless when she has backup. Right. Can I sit at my table now? Don't get cocky. This isn't over. In fact, shit's just starting, Max. Mm-hmm. Assholes. Ach, sowas von. Okay, why is David Alter. Taking photos of Kate? Now this is so wrong and weird. Oh, da kommt Vaughn. Oh, mit hier Nathan. Ganz Problem. What up, Max? Hey, Warren. I saw Kate earlier and her eyes were puffy from crying. Kate has a lot on her plate. I didn't know what to say, and she didn't tell me anything. Okay, I know you love me, but if you're not in this class, beat it. Everybody else, please sit down. We have a lot to cover today, and so little time as usual. I see all the usual suspects here. Anybody seen Kate Marsh? I think everybody has seen Kate Marsh by now. She's not feeling good. Sounds like you're giggling about a video gone viral. Maybe it involves a student or a friend. Was ist dein Problem? I wonder how it would feel to have false images of yourself shot out all over the world for people to
No smartphones in class, what? Max. Put that away. Judge. Usually. Ja, wir können es trotzdem nachgucken, oder? Egal. Max, der Chef mit der Knarre, heiratet mich. Illegal in... Ja doch, illegal in Oregon, noch? Erst drauf brennen wir durch. Was? Ja gut. Wait? Nein, nichts mehr. People need something to judge, so they never take a good look at themselves. We can thank reality TV for some of that. In the end, we can only blame ourselves for participating. I guess Kate will miss class now. Speaking of participation, I'm worried about her. There are a few souls here who have yet to enter a photo in the contest. Like Max Caulfield, for example. Who I know can't wait to enter, right? I'm sure you read the syllabus like it was a Harry Potter book, so you must know today we're studying chiaroscuro. That beautiful word about the contrast between light and dark. The shadow play that gives photography such visual power. It's basic yin and yang, black and white. It's cool that Mr. Jefferson published his own little book of photo tips. Den Moment einfangen von Mark Jefferson. White images are effective precisely because of their contrast. Although we don't technically see in monochrome. Yo! Some crazy shit is going down in the girls' dorm! Zachary, do not come into my class like that ever again. Listen! Everybody remain seated. Alle bleiben sitzen. Ja, funktioniert ja super, ne? Dismissed. Ihr könnt gehen. Alter, wie leicht kann man den Lehrer einfach überzeugen, dass man gehen darf? Was ist das hier los? Bitch flipped out. I didn't think she was that messed up. Ich ahne Böses. Kate! Oh fuck. No! Oh God. She can't die. She can't. Alle zurück drin. Not again. Not now. I have to try something. I won't be able to rewind again and again. Rückzudrehen, ja, und dann? Alter, das ist echt böse. Ich glaube, ich halte gerade die Zeit an. Keep going, Max. You Alec, ich halte gerade Zeit an einem festen Punkt fest und bewege mich währenddessen. Alter. So crazy. Und die chillen am Handy und filmen das, Alter. Was für Vollpfosten, Alter. Ja, David Metzen, du bist zu langsam. So viel kann ich auf jeden Fall schon mal verraten. Aufs Dach gehen, Alter. Bisschen die letzte Hoffnung. Yes. What are you doing here, Max? Stop! Don't come near me! Not now. It won't work. I don't have any power. Oh, now fuck. I have to do this by myself. Max, seriously, don't come near me. I will jump. Okay, okay. I'm right Zeit here. Für ein paar Redekünste. Kate, please. Oh, Max, I know you want to help me. I love that you stepped up to David, but it doesn't matter now. Nothing matters. Du bist wichtig. You matter, and not just to me. I do want to believe that. Kate, your life is still yours.
and we can get through this together. Let me help, like I helped by erasing all that crap people wrote on your room slate. I'm glad to hear you worry about me. That makes me feel better. Du bist meine Freundin. Of course I worry. You're my friend, Kate. I did feel better talking to you on the phone. I always feel like you really listen. Darf ich doch, dass ich am Telefon gegangen bin? Please trust me. Das war eine gute Entscheidung, Alter. Das war eine gute Entscheidung. I can help you now. I know I can. This morning I erased the web link to the video. It was written on the shower room mirror. Are you serious? Thank you so much. The fact that you don't care about that video and would come up here to stop me means a lot. Ja gut, ist ja im Endeffekt beides. Es war nicht deine Schuld. Wir wurden Drogen verpasst. I care about you because I believe you were drugged. We will find out who did this and make them pay. You sound so persuasive, Max. If only. Kate, I believe you. Will you believe me? Please, you don't have to do this. Max, I'm in a nightmare and I can't wake up. Unless I put myself to sleep. Then everybody at Blackwell can post pics of my body. I'm already on the internet forever. No wonder they call it a web. Nothing can ever get out. Like my video. I wish I could go back in time and erase everything. Sei stark, es gibt Millionen von Videos. Alle werden wir es vergessen. Sei stark. Kate, this is our chance to beat the bullies. That's the only way we can win against them. Can we really, Max? I don't believe in miracles anymore either. Now I do. You're part of the reason why. If you come down with me, I can tell you more. You're such a good person, Max. Even if you're full of crap. But I'll come with you. You're my friend. Forever. Can we hug on it? No. Nobody cares about me. What the fuck? Nobody. Also nicht gerade gesagt, ich komme dir runter und dann kommt er näher, kriege ich eine Umarmung. Nein, keine. Ene tut sich um mich kümmern. Nee. Ist auch gerade von einer Sekunde auf die andere wieder so total bei null quasi. Weißt du, bist mit der so ein und alles so, okay, hast mich überzeugt, ich komme mit dir runter und dann so, kommst du näher, so kriegst du eine Umarmung. Nein, keiner kümmert sich um mich. Na klar. Doch. Ich und dein Vater unter anderem. Kate, ich habe die Karte geschrieben. Ich habe dir eine Postkarte. You can count on him. He clearly loves you without question. Dad does care, even though I hurt him. He's the only one I know who believes in me. I'm sorry. Sorry. What are you talking about? You saved me from talking in class. Ja, klar. Der Scheißpack hier. Now I know today was difficult for everybody, but I'm so proud of the way Blackwell pulled together to save a young girl's life. Of course, you're quite a hero for getting Kate to come down, Max. I didn't do much. She's modest. Like a real hero. Yeah, an everyday hero. As principal of Blackwell Academy, I take my duties seriously. I take the well-being of every student more seriously. What happened today should never happen in a hall of wisdom and knowledge. Mr. Madsen, as our head of security here, those roof doors should always be locked. That's just standard operating procedure. They were not, and that is indeed your responsibility. Mr. Jefferson, I know you can't be expected to know what your students are going through, but Kate has assisted you in class, so you should have known something was amiss. Mr. Prescott, since you are responsible for the Vortex Club parties, and since Miss Marsh did attend your last party, you'll have to answer some more questions.
Miss Caulfield, why exactly were you on the roof with Kate Marsh? Did she tell you her plan? Or anything at all? Please, tell us everything. Sie waren wegen Jefferson. Das stimmt, aber das ist nicht der Hauptgrund. Jefferson bleibt schon mal weg, meiner Meinung nach. David hat sie gemobbt, das stimmt, und Nathan gab ihr K.O.-Tropfen. Mit den K.O.-Tropfen wissen wir nicht zu 100%, aber wenn Kate es sagt und es jetzt woran sich erinnert, aber David hat sie auch gemobbt. Das ist eine schwierige Sache. Ich vermute nämlich schon, dass Nathan ihr was verabreicht hat. Aber ich hab's halt nicht gesehen, ich hab's nur gehört. Aber ich habe auch gesehen, dafür wiederum, dass David sie mobbt. Aber ich gehe mit Nathan. Einfach um die Aussage von Kate zu bestärken. All I know is that Kate was at a party and Nathan dosed her. She got wasted and kissed some boys on a viral video without a clue. I dosed her? Without a clue. Have you seen the video? Whatever. Kate was loaded and planned the field. You told Kate you took her to the emergency room. I said I was going to take her to the ER. She sobered up eventually. Bullshit. Something happened to her and you know it. How about we talk about you waving a gun in the girl's bathroom? Hey, that's total slander. Mm-hmm. I could sue you and this school so fast. I already have a personal lawyer. Careful, Mr. Prescott. I have been told of this alleged gun incident, and I have to admit that the video in question was sent to me by multiple sources. Including me. And since Mr. Prescott does appear prominently in the video and was responsible for the party, I have no choice but to suspend him until further notice. Whatever. See you in court. Excuse me. Yeah. I think Max and Nathan need a break before we grill them further. A friend and student just tried to kill herself. They don't need this forum right now. Yes, I'm kind of devastated right now. I'd like to be with my family. Ja, unverstört. Der hat auch den Schraubenlocker. I'm here to confirm what you've told us. I'll continue this investigation from there. My head is killing me, but I think I can use my power again. Also wir können jetzt quasi beenden, aber wir könnten auch gucken, was passiert denn, wenn wir jetzt einen Metzen anschuldigen? Better go fast. Mr. Madsen was bullying Kate. Oh, grow up. Excuse me, I was there. I saw you getting in her face. You have no idea what you saw. Kate Marsh was involved with a bad crowd. I was trying to find out who. Kate had a double life. I was super shocked when I found out. No, you were part of the crowd. And like I said, I personally saw David physically harass Kate Marsh. You lying little. Are you gonna take this troublemaker's word over your security officer? And he should take the word of somebody who harasses students? Max, I'm afraid this won't be solved here without proof and a thorough investigation. Now, if you have anything else to say. Excuse me. I think Max... Okay. Caulfield? Das geht wahrscheinlich nach dem Prinzip jetzt vor. Hätte ich damals ein Foto von Metzen gemacht, hätte ich jetzt einen Befreiungsfall führen können und dann wäre diese Aussage kräftiger. Geht nicht, weil ich es nicht gemacht habe. Ich habe eingestanden fürs. Aber was ich gemacht habe, ist, ich habe damals ihm gesagt, was auf dem Klo vorging mit der Pistole. Und deswegen, sag ich mal, ist in dieser Richtlinie das Nathan, was damit zu tun hat, eine größere Grundlage geschaffen, sag ich mal. Deswegen ist der einzig wahre Weg hier, für mich jetzt eigentlich zu sagen, dass Nathan das K.O.-Tropfen untergejubelt hat. Ja. Go, 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 go. Bleib zum Unterschreiben.
Well, I think we know less now than when we started. We'll be assisting the police with further inquiries. I know this has been a stressful day. Alter, super stressig. I wish I had the power to change it all for the better. So thank you for coming in. Die scheiß Escape-Spiele in dieser Episode. I couldn't even believe it was happening. It was literally slow motion as I grabbed her hand. And then I could feel her grabbing mine. Max, that was the greatest thing I've ever seen. Ever! You reached out, she reached out, hugs, tears, applause. Like a superhero. Not quite. Look at me. I'm a mess. You're glowing. Seriously, a human halo. I'm pretty sure you earned your wings today. I'm still worried about Kate. She did try to kill herself. It was alles wegen dem Mobbing. All over a video. Viral is the right word. Like a disease. So you watched it? Just one. And a half times. Warren, I don't mean to sound weird, but there's something ominous going on at Blackwell. Today proves that. And I'm working on proof that Kate Marsh is connected to Rachel Amber. Somehow. Along with Nathan and Mr. Madsen. I'm not a big conspiracy guy, but I wouldn't doubt it. Nathan did scare me yesterday, and Madsen is a straight-up dickhead. So, what do you think is really happening? What the hell is this? Noch mehr Schnee? The weather confirms this weird day. Feel that chill. Max, there was no eclipse scheduled today. I would know. I would. Noch mehr bizarre Sachen. I believe you, Warren. I believe anything this week. Wird immer verrückter. Reiten sie sich? Sieht nicht so aus. Ja, Schuldgefühle? Ne. Ah, und dann kommt der Nächste rein. Ist ja klar. Und der hat auch noch ein blödes Grinsen. Mehr oder weniger. Frank wird auch noch eine Rolle spielen. Ja, jetzt. Und die Chloe. I'm sure. Bloody Kate. Gemeinsam. Lass uns gemeinsam herausfinden, was losgeht, was hier vor sich geht. Kelly, Rachel. Das war wieder das, was wir beim letzten Mal schon gesehen haben, den Ordner.
Da ist auch noch Kate. Was an? Weil Metzen war ja der, der Fotos gemacht hat. Ja, gespannt auf die nächste Episode. Das dürfte noch die Entscheidung wieder kommen. Ja, erstmal abspannen. Nee, aber egal. So. Du hast Kate gesagt, sie soll zur Polizei gehen. Haben 33% gemacht. Gut. Weil theoretisch das mit Beweisen waren, wäre eigentlich im reellen Leben, würde man wirklich sagen, was auf Beweise. Weil die Polizei kann ohne Beweise auch nicht allzu viel tun. Aber das war in dem Fall das Richtige. Ihr Hoffnung zu geben, halbwegs wenigstens. Anruf angenommen, 81%. Frank zu erschießen, 52% haben wir versucht. Du hast Kate das Leben gerettet, 62%. Du konntest Kate nicht retten, also hättest du sie auch sterben können. Du hast Nathan beschuldigt, 72%. War ja irgendwie klar. Und dann gibt es ja noch die kleinen Entscheidungen, ne? Ja. Du hast deine Pflanze nicht gegossen, 29%. Ja, aber aus dem Grund, du sollst sie auch nicht übergießen, deswegen. Bin ich mal gespannt, wie sich das mit der Pflanze noch ausspielen wird. Du hast Alisa geholfen, 61%. Ja, das war das Toilettenpapier. Link weggewischt. Alle 6% haben den Link nicht weggewischt. What the fuck? Du warst nett zu Taylor. Ja, Wohneinladung. Ja, Kinoeinladung angenommen, 77%. Ja, ich geschrieben. Also, ja, das Mox, Max war hier. Was hier? War hier. Okay, anscheinend hätte ich auch also einen kleinen Selbst wenden können. Schwarze-Party eingeladen, 50-50. Du hast morgen geholfen, haben wieder nicht alle. Ja, das sind wahrscheinlich die, die dann nicht so viel erkunden. Du hast Mr. Jefferson von David erzählt, jo. Live is Strange, Episode 3. Chaos-Theorie. Oh, fuck. Alter, wieder eine 1A-Episode, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich freue mich schon auf die dritte, auf die vierte und die fünfte. Auch wenn ich mehr oder weniger weiß, was passieren wird, ist es trotzdem geil, das nochmal zu erleben. Vor allem selbst zu spielen, sage ich mal. In dem Sinne. Bis zum nächsten Mal.